Freihandel, das klingt erstmal super. Aber in der Praxis heißt das, wir müssten amerikanische Lebensmittelstandards bei uns einführen. Es folgen ein paar ganz schlimme Sätze. Die Standards in Europa haben ein anderes Niveau. Und ich finde, diese Standards haben ein unbegründet hohes Niveau. Was für eine amerikanische Familie gutes Essen ist, sollte auch für Europäer gutes Essen sein. So, jetzt ist aber Alarm, Freunde. Amerikanisches Essen? Dann lieber Pferdelasagne, so sieht's doch aus. Ja klar, keine Frage. Müllfressen ist eine der letzten Kernkompetenzen, die den Amerikanern noch geblieben ist. Aber warum müssen wir das auch? Warum müssen wir das auch? Was ist das denn für ein Scheißabkommen, das da im Geheimen verhandelt wird? Wollen wir wirklich sowas hier? In den USA kommen die Hühner nach dem Schlachten in ein Chlorbad. Das soll dann alle Keime töten. Lecker, ja. Ja, das schmeckt dann so, als ob man das Freibad ausleckt. Und zwar das Kinderbecken, meine Damen und Herren. Die Gespräche zum Freihandelsabkommen, ich habe es eben schon mal gesagt, laufen streng geheim. Das heißt übersetzt, unsere gewählten Volksvertreter aus dem Bundestag oder aus dem EU-Parlament, die sitzen da gar nicht mit am Tisch. Dafür, auch kein Witz, hunderte von Industrielobbyisten. Und jetzt hat die IHK Bayern in einer Stellungnahme kackdreist um Folgendes gebeten. Ich zitiere, die Verhandlungen dürfen nicht zu früh von wirtschaftsfremden Themen wie zum Beispiel vom Verbraucherschutz überlagert werden. Ja, das ist der große Nachteil am Verbraucherschutz. Da werden am Ende oft die Verbraucher geschützt, meine Damen und Herren. Und die neugierigen Bürger, die erfahren noch früh genug, was da bei den Verhandlungen von, ich sag mal, erfahrenen Lobbyisten beschlossen wird. Meint jedenfalls der sympathische Vertreter der deutschen Wirtschaft in Washington. Manche Sachen sind wahrscheinlich besser hinter geschlossenen Türen getan, wenn... Weil es nicht demokratisch ist. Ja, demokratisch ist es nicht, aber was ist schon in diesem Leben demokratisch? Ja! Ja, so weiße Zähne kriegt man übrigens nur, wenn man regelmäßig Chlorhühnchen frisst. Schlägt aber leider aufs Gehirn, wie wir gerade gehört haben. Diese Woche hat die EU gesagt, sie will mal überlegen, wie man für mehr Transparenz bei den Verhandlungen sorgen könnte. Wow, noch mehr Transparenz.